Wie ist es, eine Haartransplantation zu bekommen? Ich bin mittlerweile bald 30 Jahre alt und mit den Jahren sind mir leider etwas die Haare ausgefallen. Ich habe mit der Zeit wirklich große Geheimratsecken bekommen und irgendwann hat mich das echt gestört. Das wurde immer mehr und ich habe mich echt gewundert, hey, wieso gehen all die Haare weg? Im Endeffekt hat es mich sehr gestört und irgendwann dann hat mich im Fitnessstudio mal einer angesprochen und gesagt, da kann man was gegen machen. Und dann hat er mir natürlich davon erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, Haare zu transplantieren. Und das war 2018 und ich habe dann trotzdem sehr, sehr lange nichts gemacht, habe dann mal aber so ein bisschen recherchiert und weil es dann doch wirklich immer schlimmer wurde, habe ich mir etwas intensiver recherchiert, habe mich damit auseinandergesetzt, wer bietet denn solche Haartransplantationen an. Ich habe dann Videos gesehen von anderen Influencern und ja, habe mir das mal so angeschaut, habe natürlich dann auch geschaut, okay, gut, wer war in welcher Klinik, welche ist eventuell empfehlenswert. Ich habe mich dann dennoch sehr lange nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, weil ich wirklich nicht wusste, was wird mich erwarten, wie stark werden die Schmerzen sein, wie lange kann ich keinen Sport mehr machen. Und es waren alles Fragen, die mich so beschäftigt hatten. Und ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Und irgendwann kam ein Freund zu mir und er hat gesagt, du André, ich glaube, ich gehe mir Haare transplantieren lassen. Und dann habe ich gesagt, ich komme mit. 2 Wochen später saßen wir unterwegs nach Istanbul im Flieger, um uns einer Haartransplantation zu unterziehen. Ich muss jetzt rückblickend sagen, die beste Entscheidung wahrscheinlich, die ich in meinem Leben getroffen habe, denn meine Haare sind wirklich sehr gut geworden. Ich bin unglaublich zufrieden. Es hat sich definitiv gelohnt. Meine Haartransplantation wurde von Bank of Hair durchgeführt. Ich kann euch einfach nur empfehlen, schreibt mal eine Mail dorthin zum Beispiel. Also egal für welche Haarklinik ihr euch entscheiden solltet, wenn ihr der Meinung seid, okay, ich glaube, ich brauche eine Haartransplantation. Recherchiert ausgiebig, schaut euch die Ergebnisse an der entsprechenden Kliniken. Schaut euch an, okay, was für Implantationsverfahren benutzen die und schaut euch das an, ist das gut gegangen oder nicht. Man muss wirklich sagen, das kann schon ziemlich in die Hose gehen, also wenn da nicht sauber und ordentlich gearbeitet wird, dann kann es echt am Ende sein, dass das Ergebnis nicht so toll ist. Ich habe da auch wirklich unschöne Ergebnisse selber gesehen, bin froh, dass bei mir auf jeden Fall alles gut gegangen ist und darum danke auf jeden Fall an Bank of Hair, dass das Ganze so reibungslos funktioniert hat. Der Kontakt ist auch echt super, super einfach. Ich hatte eine Mail geschrieben, habe meine Handynummer mit angegeben und wurde dann direkt per WhatsApp kontaktiert, dann konnte man telefonieren, hat mal seine Vorstellungen so preisgegeben, dann gab es auch das Angebot, dass der Flug und das Hotel direkt mit dem Preis inbegriffen sind. Ich habe dann auch dieses volle Paket gebucht. Es lief reibungslos, also mit dem Hinflug, mit dem Rückflug. Wir wurden am Flughafen abgeholt. Es gab einen Shuttle-Service, es war schon mit drin. Und immer, wenn ich irgendwie eine Frage hatte und ich stand zum Beispiel in Istanbul am Flughafen und wusste auch nicht, okay, gut, wohin jetzt, welcher Shuttle-Service? Und habe einfach per WhatsApp geschrieben, habe sofort eine Antwort bekommen. Wir sind dann direkt mit dem Shuttle-Service zum Hotel gefahren. Am nächsten Tag hatten wir dann die Vorbesprechung für die Haartransplantation. Da wurde uns schon mal einmal angezeichnet auch, okay, gut, so in etwa kann die neue Haarlinie aussehen und man kann da auch, sage ich mal, ein bisschen mitgestalten, seine Vorstellung preisgeben. Am Ende würde ich aber doch auch immer empfehlen, hört auf das, was die Ärzte sagen. Es gibt Haarlinien, die passen halt einfach nicht zu eurem Gesicht. Eventuell sieht das dann am Ende sehr, sehr künstlich, sehr komisch aus. Ich habe da auf jeden Fall den Ärzten vertraut. Ich habe denen schon gesagt, ich hätte die schon verhältnismäßig tief gern und auch verhältnismäßig gerade und das wurde dann tatsächlich auch so umgesetzt. Wenn die Haarlinie dann passt, dann wird euch in der Regel der Kopf kahl rasiert. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, nur in bestimmten Bereichen die Haare vollständig zu rasieren, aber ich fand, das sah komisch aus und ich habe gesagt, mach ab den Pelz. Hast du natürlich dann erstmal Glatze, sieht super aus, muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen dann auch. Ja, dann geht's schon los, auch mit der Anästhesie. Die Entnahme war wirklich nicht schmerzhaft, also da wurde hinten mehrmals injiziert am Hinterkopf, so unten und um den Bereich herum, wo dann die Haare entnommen werden. Das empfand ich wirklich nicht als sehr schmerzhaft. Die Haare wurden dann auch entnommen. Mir wurden 3.500 Grafts entnommen und ich meine, das hat so 1,5-2 Stunden gedauert. Dann gibt es auch eine Pause, da kriegt ihr auch was zu essen, könnt euch einmal kurz erholen. Das Ärzteteam macht auch Pause. Ich habe mir dann auch mal die Grafts angeguckt, weil die wurden in so eine Lösung gelegt, die lagen dann da im Raum und ja, mir das einfach mal angeschaut, hat mich mega interessiert, wie sieht das denn aus, was haben die mir da jetzt aus dem Kopf gerissen. Nach der Pause geht es dann weiter mit der nächsten Betäubung und zwar wird der Bereich, in dem die Haare dann anschließend implantiert werden, betäubt und das war wirklich absolut unangenehm. Muss ich wirklich sagen, ich habe da mit dem Handy mitgefilmt. Ich muss mal gucken, ob ich das hier einblenden kann.
Unangenehm, sehr unangenehm. Das war wirklich, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Das muss ich euch ehrlich so sagen, das ist wirklich brutal unangenehm, aber es geht wirklich schnell vorbei. Aber als die mir wirklich den vorderen Bereich da betäubt haben, habe ich echt gedacht, oh mein Gott, kannst du es dir nochmal anders überlegen gerade? Und ja, war wirklich echt schmerzhaft, geht aber wirklich sehr schnell vorbei. Ja, dann werden die Haare implantiert. Bei mir war das die DHI-Methode, also das Entnehmen war FUE. Könnt ihr mal recherchieren, falls euch das interessiert, falls euch eine Haartransplantation bevorsteht. Bedeutet, bei der Entnahme werden so Kanäle gebohrt und dann werden die mit der Pinzette mehrere Haare auf einmal quasi entnommen. Eingesetzt werden die dann einzeln, also das bedeutet, da ist dann ein Team und die laden quasi mit der Pinzette diese Stifte und dann werden dir die wirklich in den Kopf so reingestanzt, die einzelnen Haare. Das lief reibungslos. Nach der OP ist auf jeden Fall der Kopf erstmal übertrieben geschwollen. Schmerzen hatte ich eigentlich wirklich gar nicht nach der OP, also es ging, es war einfach nur dieses Druckgefühl, als hätte man so einen Fahrradhelm auf, der so viel zu fest gedreht wurde. Ich muss sagen, ich bin ein sehr individueller Fall. Ich habe mechanische Herzklappen und darum muss ich Makoma konsumieren. Makoma ist ein Blutverdünner, ist ein Medikament. Das führt dazu, dass man dann vermehrt blutet bzw. die Blutgerinnung gestört ist. Darum kam es bei mir zu besonders starken Blutungen. Ich blende hier mal Bilder ein. Menschen, die kein Blut sehen können, sollten am besten abschalten oder einfach mal eine Minute weiterdrücken. Aufgrund dieser starken Blutungen wurde ich dann nochmal nachbehandelt und muss auch sagen, dass auch hier alles super lief. Also ich hatte vor der OP ja lange Zeit sowieso Bedenken, auch ob diese OP überhaupt an mir durchgeführt werden kann, weil ich dieses Makoma nehme. Und da haben aber auch die Ärzte gesagt, doch, das bekommen wir hin, wird halt mehr bluten als bei jedem anderen, aber das kriegen wir schon in den Griff. Und im Endeffekt wurde das dann schon in den Griff bekommen, aber es hat wirklich sehr, sehr stark geblutet bei mir. Bei meinem Kollegen ist alles absolut reibungslos gelaufen, der hat nicht stark nachgeblutet oder sonst was. Also da war wirklich alles tippitoppi. Da braucht ihr keine Befürchtungen haben. Also wenn ihr keinen Makoma nehmt, dann sollte das bei euch lange nicht so stark bluten. Wie gesagt, beim Basti, bei dem Kollegen, der mit mir da war, hat es überhaupt gar nicht nachgeblutet. Nach der Transplantation wurden wir dann direkt mit dem Shuttle wieder zurück ins Hotel gefahren, haben dann geschlafen und wurden dann am nächsten Morgen direkt wieder abgeholt zur Nachkontrolle. Bei Basti hat man dann den Verband direkt vollständig entfernen können, weil es bei ihm eben, wie gesagt, gar nicht geblutet hat. Bei mir musste der Verband leider noch dranbleiben, auch als ich dann nach Hause gekommen bin, haben wir es erst unter erschwerten Bedingungen geschafft, wirklich diesen Verband zu entfernen, weil es wirklich so stark nachgeblutet hat, musste ich das Ganze dann auch nochmal selber neu verbinden. Ja, ich hatte dann auch echt ein bisschen Sorge, ob das alles gut geht, weil ich echt gedacht habe, oh mein Gott, es blutet und es hört nicht auf und habe dann immer wieder mit Basti geschrieben, weil Basti war alles gut. Ich bin darum unglaublich froh, dass der Basti mit mir da war und ich wirklich diesen Schritt nicht ganz alleine gehen musste oder ganz alleine gegangen bin. Kann euch echt nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, eine Haartransplantation durchzuführen und ihr im Freundeskreis jemanden habt, der eventuell das gleiche Problem hat, dann nehmt den vielleicht mit, weil ich glaube, zu zweit war das Ganze echt super angenehm. Also wir konnten immer miteinander reden, auch in der Pause haben wir uns kurz mal gesehen und so. Und wie war es bei dir? Wie war es bei dir? Wie waren die Schmerzen und so? Also man kann sich dann wirklich unterhalten, austauschen darüber. Und mir persönlich hat das wirklich gut getan. Ich glaube, dem Basti auch, wenn man da so ganz alleine da ist und ganz alleine auf sich gestellt ist, ja, dann ist das vielleicht alles noch ein bisschen stressiger. Nach der Nachuntersuchung bekommt man auf jeden Fall noch so ein Medikit mit nach Hause. Das bedeutet bestimmte Lotionen, Salben, die man dann auftragen muss. Das bedeutet, der Bereich vorne, vor allem der Implantationsbereich, der muss natürlich sorgfältig gereinigt werden. Das wird einem dann von den Ärzten nochmal ganz genau erklärt, auch wie das abläuft, wie diese Lotionen anzuwenden sind. Ich habe mich da 1:1 dran gehalten, habe das alles ganz genau so umgesetzt, wie von denen empfohlen, auch mit den Tagen etc. etc. Nach etwa 10 bis 12 Tagen waren dann bei mir auch echt alle Krusten entfernt und dann sah das Ganze schon gar nicht schlecht aus. Also man konnte erkennen, okay, hier ist die Haarlinie, die Bereiche der Entnahme und Implantation, die waren halt noch gerötet. Also man konnte schon sehen, okay, gut, irgendwas stimmt da nicht, hat der eine Haartransplantation bekommen. Aber ansonsten sah es eigentlich aus, als würde man mit Glatze rumlaufen. Die Haare fingen dann auch an zu wachsen. Natürlich geht man erstmal nicht zum Friseur. Ich würde empfehlen, lange nicht zum Friseur zu gehen, das Ganze erstmal wachsen zu lassen. Sieht natürlich ein bisschen bescheuert aus, aber wer schön sein will, muss vielleicht ein bisschen leiden. Irgendwann dann fallen die Haare im Implantationsbereich aus und ich war wirklich so, oh mein Gott, soll das so sein? Und das sieht ja echt richtig scheiße aus und ja, da muss man leider wirklich durch.
Ich kann euch beruhigen, am Ende wachsen die Haare wirklich super nach. Es ist aufgrund des Stresses wohl, fällt das Haar dann aus, aber die Haarwurzel quasi, die bleibt ja im Kopf implantiert. Das bedeutet nur, das Haar fällt aus und am Ende wächst dann ganz neues Haar wieder nach. Darum ist es wichtig, auf jeden Fall auch im Nachhinein, sich genau an die Anleitung der Pflege zu halten und nicht irgendwie die Krusten abzureißen oder so, weil dann kann man halt wirklich ein bisschen was versauen. Ich wäre da wirklich sehr, sehr vorsichtig. 8 Monate nach der Haartransplantation bin ich auf jeden Fall super glücklich. Bin richtig froh, dass ich es gemacht habe. Meine Haare sehen richtig gut aus. Ich finde, wenn ich jetzt die Haare nicht direkt vorne ganz gerade hochgele, dann sieht das auch wirklich überhaupt niemand, dass da mal jemals was gemacht wurde. Wenn man die Haare natürlich sehr kurz trägt und die dann gerade vorne hochgelt, so, dann würde man wahrscheinlich schon erkennen, okay, diese Haarlinie, die ist schon sehr gerade, sieht etwas künstlich aus vielleicht. Ich wusste aber ja, dass ich meine Haare eher sowieso nach vorne gele immer oder nach vorne mit Wachsbearbeitung, mit Haarspray. Und ja, da war mir bewusst, okay, das sieht man am Ende echt nicht sehen, weil so wie ich die Haare jetzt trage, sieht das wirklich niemand, dass meine Haare transplantiert wurden. Würde ich die jetzt kurz haben und vorne hochgelen, dann könnte man das vermuten, vor allem natürlich die Leute, die sich mit Haartransplantationen auskennen, würden dann schon sehen, okay, diese Haarlinie, die ist sehr, sehr gerade. Der hat, glaube ich, eine Haartransplantation bekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich stört das gar nicht. Ich habe gar kein Problem damit, offen und ehrlich zu sagen, hey, mir wurden Haare transplantiert. Es gibt unzählige Schönheitsoperationen und ja, das ist eine Schönheitsoperation und mich hat es wirklich sehr gestört mit den großen Geheimratsecken. Die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe, mir Haare transplantieren zu lassen, ist nichts, wofür ich mich schäme oder wo ich das Gefühl habe, dafür muss ich mich schämen. Jeder geht natürlich mit der Situation individuell um. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch ein wenig Einblick gegeben, wie so eine Haartransplantation abläuft. Ich kann euch wirklich sagen, habt keine Angst davor. Das Einzige, was wirklich weh tut, ist diese Betäubung des Implantationsbereiches. Ansonsten ist das echt aushaltbar und am Ende wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr wirklich eine gute Klinik, ein gutes Expertenteam erwischt, dann ist das Endergebnis wirklich brutal. Ich bin wirklich kaum wiederzuerkennen, was meine Haare betrifft. Ja, vorher die Geheimratzecken, das sah wirklich für mich nicht schön aus und heute bin ich überglücklich, dass ich es gemacht habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich bin bemüht, alle Fragen zu beantworten und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann natürlich abonnieren nicht vergessen.